Rolfing ist eine ganzheitliche Körperarbeit, heißt eigentlich Rolfing strukturelle Integration, geht zurück auf Ida Rolf. Was heißt das Ganze? Für mich ist Rolfing Kommunikation. Kommunikation mit dem Körper, mit dem eigenen Körper, mit der Umwelt und letzten Endes auch eine manuelle Körperarbeit an den Faszien, am Bindegewebe, sodass der Körper spannungsfrei im Feld der Schwerkraft stehen kann. Rolfing ist keine klassische Medizin. Rolfing ist nicht das Allheilmittel gegen alles. Und Rolfing ist aber auch keine Massage oder auch nicht so die klassische Physiotherapie. Ich würde es als einen Prozess beschreiben, den der Klient und der Practitioner zusammen kreieren zu einer Veränderung. Und die Veränderung, die definiert man gemeinsam. Also am Anfang ist erstmal ein persönliches Gespräch, ein Kennenlernen total wichtig. Stimmt die Chemie oder nicht? Dann mache ich eine Körperstrukturanalyse, eine Anamnese. Dann gibt es die ersten praktischen Eindrücke. Wie fühlt sich Rolfing auch an? Und das ist alles bei mir erstmal kostenlos. Dauert 30 Minuten, 45 Minuten. Und dann kann man entscheiden, komme ich nochmal wieder oder nicht. Die Tür steht halt offen zum Kommen und zum Gehen. Viele Läufer, Skifahrer, gerade hier in München kommen viele zu mir, weil sie Schmerzen haben und schnell wieder auf die Piste wollen oder laufen wollen. Das ist so gerade sehr viel in meiner Praxis los. Oder vor allen Dingen aber auch Leute, die viel am Bildschirm sitzen und gestresst sind und Rückenschmerzen haben, chronische Schmerzen haben, die kommen in meine Praxis. Ich glaube, um besser zu werden, muss man Erfahrung sammeln, gerade in diesem Bereich der Körperarbeit. Aber was ich zum Beispiel gerne machen möchte, ich möchte Rolfing noch mit anderen Methoden verbinden, wie kraniosakrale Therapie, viszerale Manipulation oder eben auch klassische Osteopathie. Ich glaube auch, dass Tanzen eine unglaubliche Befreiung sein kann. Da würde ich gerne eine Verbindung schaffen.